Schöpfung oder Evolution? Ich bin kein Naturwissenschaftler, sondern Theologe und deshalb spreche ich als erstes über die Bibel. Ja, ich würde sogar behaupten, der entscheidende Schlüssel zur Befriedigung jenes Kompetenzgerangels liegt gar nicht in den naturwissenschaftlichen Fragen, sondern in der Hermeneutik, wie es heißt, also in der angemessenen Deutung der biblischen Texte. Und dazu zunächst mal eine sehr grundsätzliche Aussage zu den ersten Abschnitten der Bibel. In jenen ersten 11 Kapiteln, 1. Mose 1 bis 11, Genesis 1 bis 11, sie verfolgen gar nicht die Absicht zu beschreiben, was war, sondern sie wollen deuten, was ist. Ich möchte das erklären. Es geht bei dieser sogenannten Urgeschichte, also bei der Schöpfungsgeschichte, dem Sündenfall, der Sintflut, dem Turmbau zu Babel. Es geht bei der Urgeschichte nicht um historische bzw. um chronologische Abläufe, die jetzt nacheinander geschildert werden, sondern es geht um das, was heutzutage Fundamentaltheologie bezeichnet wird. Also um die Deutung von ganz grundsätzlichen, von zeitlosen Lebensthemen. Die Geschichte von der Sintflut spricht zum Beispiel von der Gefährdung unseres Lebens. Sie erzählt davon, dass es eben alles andere als selbstverständlich ist, in einen sicheren, behüteten Lebensraum eingebunden zu sein. Darin steht auch die Sintflut-Erzählung in einem direkten Zusammenhang zur Schöpfungsgeschichte. Denn so wie in der Schöpfung der Kosmos das Chaos besiegt, so bricht in der Sintflut das Chaos wieder über den Kosmos ein. Ja, ich bin überzeugt, weder diejenigen, die erstmals einen Federkiel in die Hand nahmen, um diese Geschichten aufzuschreiben, noch diejenigen, die sie dann zunächst lasen bzw. erzählt bekamen, weder die einen noch die anderen hörten diese Geschichte mit einem historischen Interesse, also einem Interesse im Blick auf die Vergangenheit. Es ging immer um die Deutung der Gegenwart. Mir ist das persönlich klar geworden, als ich in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts nach meinem Abitur für ein Jahr in einem afrikanischen Dorf mitleben durfte. Die Älteren im Dorf konnten noch nicht lesen und schreiben. Sie waren ganz eingebunden noch in eine afrikanische Erzählkultur. Und das schlug sich auch in der Sprache nieder. Die afrikanischen Bantusprachen kennen gar nicht unsere Kategorien: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es gibt dort nur den Unterschied zwischen dem, was unmittelbar gilt, und dem, was allgemein gilt. Bei manchen Erzählungen weiß man deshalb auch gar nicht so recht, ob derjenige gerade von der Vergangenheit oder von der Zukunft spricht. Im Deutschen finden wir das auch noch in dem alten poetischen Wort einst. Ja, wir können sagen, einst wird dies oder jenes geschehen oder auch einst ist dies oder jenes geschehen. Das Wort einst ist bewusst so unbestimmt, dass es in sich bereits ein Verbot enthält, genauer nachzufragen. Und die Rückfrage, ja wann denn, soll von vornherein ausgeschlossen werden. Ganz Ähnliches gilt auch für die Urgeschichte der Bibel, etwa für die drei Sündenfallgeschichten. Nicht nur die berühmte mit Adam und Eva und der Schlange meine ich, sondern ich denke auch an den Mord, der auf Neid gründet, wo Abel, der Schäfer, von seinem Bruder Kain, dem Bauern, erschlagen wird. Oder geht es dabei vielleicht sogar um zwei Lebensprinzipien, die im Streit zueinander stehen? Der sesshafte Bauer, der den Nomaden, also den Hirten, überwältigt. Und dann in Genesis 11 die Sündenfallgeschichte vom Turmbau, wo gewissermaßen die ganze Menschheit sich über sich selbst erhebt und keine Grenzen mehr kennt. Bis daraus eine allgemeine Sprachverwirrung wird und man sich nicht mehr versteht und deshalb auch nicht mehr kooperieren kann. Ja, es entspricht nicht der Intention dieser Geschichten, jetzt nachforschen zu wollen, wo denn der Kain den Abel erschlagen hat oder wie denn der Turm zu Babel genau ausgesehen hat. Auch die Suche nach irgendwelchen Überresten der Arche Noah ist nach meiner Überzeugung schlicht ein Missverständnis. Denn wie gesagt, diese Geschichten aus Genesis 1 bis 11, sie möchten erzählerisch
die Gegenwart deuten und nicht historische Ereignisse der Vergangenheit wiedergeben. Und so steht es auch um die Schöpfungsgeschichten. Sie sind erzählende Theologie, narrative Theologie. Und gerade darin liegt eine ungeheure Kraft. Es sind ja auch zwei Geschichten, die jeweils so eigenständig sind, dass man sie unmöglich harmonisieren kann. Sie stammen auch aus unterschiedlichen Zeiten. Die ältere von den beiden Geschichten gehört wohl an den Jerusalemer Königshof. Das ist zumindest die Vermutung von den meisten Wissenschaftlern. Sie beschreibt die Welt als einen Garten, also nicht als eine wilde Natur, sondern als einen angelegten Kulturraum. Wenn man so will, eine Parkanlage, wie wir sie um die barocken Schlösser herum kennen, nur eben viel größer, mit vier Flüssen. Es wurde immer wieder versucht, den hebräischen Namen dieser Flüsse, irgendwelche bekannten Flüsse zuzuordnen, aber wahrscheinlich geht es gar nicht darum, sondern die vier Flüsse stehen für vier Himmelsrichtungen. Und der Garten Eden wird geschildert als wunderschöner Lebensraum, den Gott gestaltet hat, um den Menschen in diesen Raum hineinzusetzen. Eden kennzeichnet die ideale Welt. Im Kontrast zu einer Erfahrung, die die Menschen damals natürlich auch schon machten. Auch damals schon war die Natur nicht nur schön, sondern auch gefährlich und grausam. Aber wenn alles im Einklang mit Gott steht, dann entsteht Harmonie und Sicherheit. Das war die Botschaft jenes Textes. Und das besonders Kraftvolle dieser uralten Geschichte ist doch die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott. Hebräisch steht dort das Wort Adam. Adam ist kein Name, sondern das Wort heißt schlicht Mensch. Wobei die Verbundenheit des Menschen mit der Erde auch drin steckt, denn der Erdboden heißt auf Hebräisch Adama. Also die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott ist in der älteren Schöpfungserzählung eine dialogische. Es geht um die Begegnung zwischen zwei Personen. Und das ist die große Kraft jener Erzählung. Sie setzt einen ganz wesentlichen Marker für die ganze biblische Theologie. Sie stellt uns nämlich Gott als Person vor. Das ist natürlich nicht die einzige Aussage, die wir über Gott machen sollen, aber sie ist eine fantastische Überschrift über die ganze Bibel. Mit Gott kann man reden. Und das Zweite, was in dieser uralten Erzählung auch noch entdeckt werden kann, ist eine ungeheuer eindrucksvolle Deutung der Ambivalenz, der Brüchigkeit unseres Daseins, der Gefährdung unseres Lebens. Genesis 3 sagt, dieser Riss in der Schöpfung, er hängt zusammen mit einer nicht intakten Gottesbeziehung, mit dem, was die Bibel Sünde nennt. Nochmal, es geht beim Sündenfall nicht um etwas, was irgendwann historisch geschehen ist, sondern um eine sich täglich überall wiederholende Wahrheit, nämlich dass der Mensch das Vertrauensverhältnis zu Gott verletzt hat. Dass er das Vertrauensverhältnis zu Gott verletzt, warum sage ich es eigentlich in der Vergangenheit? Weil er die Grenzen nicht akzeptiert, die ihm gesetzt sind. Adam wird übergriffig, vergreift sich an dem, was ihm als Geschöpf nicht zusteht. Und dann eben jene andere Schöpfungserzählung, die im ersten Kapitel des Genesis-Buches steht, obwohl sie eigentlich die jüngere ist als die vom Garten Eden. Sie schildert die Erschaffung der Welt zunächst als einen Vorgang des Aufräumens. Vom Chaos zum Kosmos, vom Tohu Wabohu, der Kosmos ja auf Hebräisch, das Chaos auf Hebräisch heißt, hin zur Ordnung, zum Kosmos. Der Schöpfungsakt ist also vergleichbar mit dem, was meine Kinder viel zu selten taten in ihren Zimmern, nämlich Gott schuf den Kosmos, indem er zunächst allem einen Platz zuweist, die Welt aufräumte gewissermaßen. Er schuf Räume, geordnete Lebensräume, in denen alles sehr gut ist. Wie dieses Lied am Ende jedes Schöpfungstages wiederholt. Und darin ähnelt die Geschichte auch ja der Erzählung vom Garten Eden. Es geht um klare Räume, um Kosmos.
Diese unterschiedlichen Lebensdimensionen, diese Räume werden gegliedert in einem poetisch gehaltenen Text. Wie ein Lied mit 7 Strophen werden die sogenannten 7 Tage der Schöpfung erzählt, wobei jede Strophe eben mit dieser Botschaft endet: Es war sehr gut. Grundschülern erklärte ich das immer anhand des bekannten Liedes Laudato Si, dem sogenannten Sonnengesang von Franz von Assisi. Jede Strophe beginnt dort mit der Botschaft, sei gepriesen. Und darum geht es doch in der Schöpfungserzählung, um ein Loblied für Gott, dem wir alles verdanken. Und wir sollen sensibilisiert werden, wie er alles für uns eingerichtet hat. Ja, ein Loblied ist das. Und zugleich ein Schmählied. Denn Genesis 1 greift die damals üblichen Schöpfungsvorstellungen der Babylonier und der Ägypter an. Die schauten damals in den Himmel und verehrten die Sonne und die Sterne. Etwas von dem hat sich ja bis heute in der Astrologie erhalten, wenn Leute ihr Schicksal abhängig machen von den Sternbildern. Die Schöpfungserzählung sagt schlicht, Gott setzte Lampen an den Himmel. Von wegen Götter. Die Sterne sind nur Leuchten. Und da steht ganz bewusst ein sehr schlichtes, profanes Wort. Und noch was finde ich ganz schön steil. Die Schöpfungserzählung stammt aus einer Zeit, in der der Glaube Israels extrem gefährdet war. Die waren militärisch besiegt von den Großmächten außen herum. Und es war eigentlich eine Frage der Zeit, dass dieses Volk untergehen würde. Und wie dreist ist das denn, wenn sie in Babylon sitzen als Gefangene eines Weltreichs und jetzt formulieren, unser Gott ist der Schöpfer des Universums. Alles verdanken wir ihm. Das nenne ich mal ein steiles Glaubensbekenntnis. Und noch 2 Botschaften entdecke ich in dieser wunderbaren Geschichte aus 1. Mose 1. Während in dem älteren Text in 1. Mose 2 vom Garten Eden die Rede ist und Gott dort die Menschen gewissermaßen mit Händen formte, indem er sie aus vorhandener Materie entstehen ließ, so erzählt die Schöpfungsgeschichte von der Kraft des Wortes. Gott sprach und es war. Gott schuf, indem er aussprach, was geschehen soll. Was für eine Souveränität liegt darin und auch was für eine Botschaft im Blick auf die Kraft des Wortes Gottes. Ganz Ähnliches finden wir dann auch später bei Jesus, wenn er einfach nur sagt, Lazarus, komm heraus. Und so holt er einen Toten aus dem Grab. Schöpfungshandeln ist das. Und noch eine Botschaft steckt in beiden uralten Geschichten aus Genesis 1 und 2. Es geht um den Menschen. Und so wie der Garten Eden der Lebensraum ist, den Gott für den Menschen schafft, so ist der Mensch der Höhepunkt des Schöpfungshandelns am letzten aktiven Schöpfungstag Gottes. Und der Mensch bekommt dann auch den Auftrag, Verantwortung zu übernehmen für jene wunderbare Welt, die Gott für ihn geschaffen hat. Und das ist tatsächlich die Pointe der biblischen Schöpfungstheologie. Gott hat die Welt für den Menschen geschaffen, weil der Mensch das Gegenüber Gottes ist und weil Gott mit dem Menschen Gemeinschaft haben will und er ihn unglaublich großzügig ausstattet mit einer ganzen Welt, die er bebauen und bewahren soll. Ja, der Mensch ist das Gegenüber Gottes mit einem Auftrag. Das ist der Sinn von jener geheimnisvollen Aufgabe und er schuf sie als sein Ebenbild, als sein Gegenüber und verlieh ihnen darin eine Würde, die noch weit hinausragt über all das andere, was in der Schöpfung schon an Großartigem geschaffen wurde. Vielleicht ist jetzt deutlich geworden, wie wenig wir diesen Geschichten mit naturwissenschaftlichen Kategorien gerecht werden. Ich könnte ja auch noch eine dritte hinzunehmen, nämlich das Schöpfungslied, das in Psalm 104 angestimmt wird. Und wenn Sie Interesse an dem Thema haben, lesen Sie doch diesen wunderbaren Text. Schlagen Sie in der Bibel ihn auf. Ich plädiere auch dafür, dass Sie die anderen beiden Texte aus Genesis 1 und 2 genauso poetisch lesen wie jenen Schöpfungspsalmen. Jetzt möchte ich doch noch ein paar Bemerkungen zur Evolutionstheorie machen, obwohl ich kein Naturwissenschaftler bin. Charles Darwin
Und seine Nachfolger haben richtig Großartiges geleistet. Sie haben ein Modell aufgestellt, das nach meiner Überzeugung sehr hilfreich ist. Schwierig wird das nur, wenn die Naturwissenschaftler meinen, damit auch eine religiöse Deutung verbinden zu wollen. Denn damit werden sie genauso übergriffig wie der übereifrige Bibelleser, der aus der Schöpfungserzählung eine naturwissenschaftliche Erklärung herausdestilliert. Das Prinzip der Evolutionstheorie ist bekanntlich das der Mutation und der Selektion. Gemeint ist, die Organismen verändern sich, sie passen sich den Lebensbedingungen an und werden immer besser, weil die schlechteren und schwächeren Variationen nicht überleben und ihre Gene deshalb nicht weitergeben können. So kann ein Vogel aufgrund einer ganz kleinen Abweichung seiner Flügelstellung plötzlich schneller oder weiter fliegen als seine Verwandtschaft. Und dieser Vogel hat bessere Überlebenschancen. Aus dieser Theorie kann sehr viel an Entwicklung erklärt werden. Und das ist auch gut so. Aber meinen Sie denn im Ernst, wir hätten einen Gott, der keine Entwicklung möchte, keine Veränderung? Und warum sollten wir uns der Deutung verweigern, dass Gottes Schöpfungshandeln ein Entwicklungsprozess war, einer, der Milliarden von Jahren dauerte und immer noch anhält? Nehmen wir das denn sonst nicht ernst, dass Gott die Zeit umspannt und dass für ihn 1000 Jahre wie ein Tag sind, um einen biblischen Ausdruck zu verwenden? Die Evolutionstheorie lässt aber auch für Naturwissenschaftler einige Fragen offen. Umstritten sind die größeren Entwicklungssprünge. Immer wieder fehlt der sogenannte Missing Link, also das Bindeglied zwischen den großen Epochen der Entwicklung. So sagte mir ein Biologe zum Beispiel, dass er schlicht keine Antwort darauf habe, wie solch komplexe Gebilde wie zum Beispiel das menschliche Auge nur durch Zufall entstehen könnten. Denn es genügt ja nicht einfach nur eine Mutation, eine Abweichung, sondern eine Vielzahl an jeweils aufeinander aufbauende Mutationen. Und manche Abfolgen seien so unwahrscheinlich, dass sie auch in Milliarden von Jahren mathematisch nicht nachvollziehbar sind. Denn das ist ja immer das Argument, das man in diesem Fall hört. Es brauche nur genügend Zeit und dann könne alles entstehen. Ich möchte Ihnen das mit den Wahrscheinlichkeiten an einem ganz einfachen Beispiel veranschaulichen. Stellen Sie sich vor, Sie wollten 40 Mal hintereinander eine 6 würfeln. Angenommen, Sie hätten 1 Milliarde Würfel zur Verfügung und die würden jeweils einmal pro Sekunde gewürfelt. Und selbst in 100 Milliarden Jahren, also dem Alter des Universums, liegt immer noch die Wahrscheinlichkeit nur bei etwa 1 zu 10.000, dass dieser Fall irgendwo einmal auftreten könnte, wenn man mit 1 Milliarde Würfeln einmal pro Sekunde 100 Milliarden Jahre lang würfelt. 40 Mal hintereinander. Eine 6 ist nach wie vor so unwahrscheinlich, dass das ein Verhältnis 1 zu 10.000 ausmacht. Ich weiß, das ist eine sehr grobe Vereinfachung, aber sie sollte uns doch nachdenklich stimmen, ob wirklich die beiden Faktoren Zufall und Zeit ausreichen, um das Wunder der Schöpfung zu verstehen. Und deshalb gefällt mir so gut der Begriff des intelligenten Designs, des Intelligent Design, wie es auch heißt, dass hinter der Entwicklung, hinter der Evolution eine lenkende Kraft steht. Wir sind damit noch nicht bei dem Gott der Bibel. Wie gesagt, in den Schöpfungserzählungen begegnet uns Gott nicht nur als Ideengeber, nicht nur als Designer, sondern er begegnet uns vor allem als Gegenüber des Menschen, als personhaftes Gegenüber. Das ist nochmal eine völlig andere Dimension, die über die Naturwissenschaft überhaupt gar nicht eingefangen werden kann. Und ich möchte zum Schluss noch eine andere kritische Frage hinzufügen gegenüber einer weltanschaulichen, ja womöglich sogar ideologischen Überhöhung der Evolutionstheorie. Wenn wir nur diese Theorie zur Verfügung haben, dann besteht das Leben im Kern aus der Durchsetzungsfähigkeit des Stärkeren gegenüber dem Schwachen. Selektion, das heißt doch, die Lebensform, die überlegen ist, die hat Zukunft und die andere
stirbt aus. Ja, sie soll gefälligst aussterben. Wir alle wissen, welche Gefahr mit dieser Denke verbunden ist. Sozialdarwinismus nannten die Nazis ihr Ausselektieren von Menschen, die aus Sicht der Starken zu schwach sind, um Zukunft haben zu dürfen. Ja, es wäre verheerend, wenn das Recht des Stärkeren über den Schwachen der entscheidende Baustein des Fortschritts, ja sogar des Lebens wäre. Es ist gut, dass wir von der Bibel geleitet noch einen ganz anderen Blickwinkel auf das Geheimnis des Lebens haben können. Und so verstehe ich auch diesen wunderbaren Text mit der Überschrift „Das Werk des Künstlers“. Er ist eine Neufassung von Zeilen, die im 2. Jahrhundert nach Christus durch Irenäus geschrieben worden sind, den Bischof von Lyon. Mensch, du bist ein Werk Gottes. Erwarte also die Hand deines Künstlers, die alles zur rechten Zeit macht, zur rechten Zeit für dich, der du gemacht bist. Bring ihm ein weiches, williges Herz entgegen und bewahre die Gestalt, die der Künstler dir gab. Bleibe formbar, damit du dich nicht verhärtest und schließlich die Spur seiner Finger verlierst. Wenn du den Abdruck seiner Finger in dir bewahrst, dann steigst du zur Vollkommenheit empor. Die Kunst Gottes gestaltet den Lehm, der du bist. Nachdem er dich aus diesem so einfachen Stoff geformt hat, wird er dich innen und außen mit reinem Gold und Silber schmücken. So schön wird er dich machen, dass am Ende er selbst nach dir verlangt. Das Erschaffen kommt der Güte Gottes zu. Erschaffen werden aber ist das Wesen der menschlichen Natur. Ja, Mensch, du bist ein Werk Gottes. Ein schöner Text ist das, eine neuere Schöpfungserzählung, die identitätsstiftend ist. Deshalb lasst uns unseren Kindern weiterhin jene Schöpfungsgeschichte erzählen. Und ich bin überzeugt, die nächste Generation braucht diese Geschichte mehr denn je.